tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Groudon vor. Groudon ist ein legendäres Boden-Pokémon ohne Entwicklungsstufen und kann seit Omega Rubin und Alpha Saphir eine Protomorphose zu Proto-Groudon machen. Proto-Groudon hat einen Boden-Feuer-Typ und hat somit eine Schwäche gegen Boden, eine Resistenz gegen Feuer, Gift, Käfer, Stahl und Fee, eine Immunität gegen Elektro und eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Wasser. Groudons Statuswerte sind wie bei den meisten legendären Pokémon enorm hoch. Gerade sein Angriffs- und Verteidigungswert tragen stark heraus. Nach seiner Protomorphose steigen Angriff, Verteidigung und vor allem Spezialangriff. Dazu erhält er die Fähigkeit Entland, welche einen starken Sonnenstein hervorruft. Dieser kann nicht durch normales Wetter überschrieben werden, macht Wasserattacken komplett wirkungslos, verstärkt Feuerattacken um 50% und geht erst weg, wenn Protogroudon das Feld verlässt oder Entland von Delta Wind oder Urmeer überschrieben wird. Das alles gibt Protogroudon eine tolle Gelegenheit, als Mixed-Angreifer zu agieren. Die EV verteilen wir 172 in KP, 180 in Angriff und 156 in Spezialangriff. Als Wesen nimmt man mutig, um den Angriff zu erhöhen und die Inne zu senken. Alternativ kann man mit Frech auch stattdessen die Spezialverteidigung senken, wenn einem das lieber ist. Als Attacken nimmt man Abgrundsklinge, Flammenwurf, Solarstrahl und Drachenklaue. Abgrundsklinge ist die Mainstep-Attacke und verursacht enormen Schaden. Wer lieber eine treffsichere Alternative haben will, kann hier einfach auf das gute alte Erdbeben zurückgreifen. Flammenwurf ist die zweite Stab-Attacke, die dank Endland nochmal 50% verstärkt wird. Für unsere Risikospieler ist auch hier wieder Feuersturm als Alternative zu nennen. Solarstrahl ist eigentlich eine offensichtliche Wahl für dieses Set, da Endland dieselben Vorzüge bringt wie ein normaler Sonnenschein auch und so die Aufladerunde von Solarstrahl überspringt. Drachenklaue ist zum Schluss ein Coverage gegen die vielen Drachen-Pokémon, die in den oberen Tiers rumrennen. Alternativ geht hier aber auch Steinhagel, seid euch nur bewusst, dass ihr damit Mega Rayquaza nicht vom Feld fegen könnt. Zur Spielweise muss ich bei diesem Pokémon nicht mehr wirklich viel sagen. Man schickt es einfach in irgendwas rein, was möglichst keine Bodenattacken beherrscht und möglichst auch physisch angreift und fängt an drauf zu kloppen. Bei Proto-Groudons Angriffswerten und mit so starken Attacken sollte es kein großes Problem sein, ihn doch ins gegnerische Team zu reißen. Gute Teampartner für Proto-Groudon sind Flug-Pokémon, da diese seine einzige Schwäche abdecken, und Palkia ist immer noch eine super Alternative, um Wasserattacken abzufangen, falls euer Gegner es irgendwie schafft, Groudons Entladen auszumachen. Das war's jetzt aber von meinem Groudon, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.